KK-Bild. Ah, ein Bild. Ja, hallo, mein Name ist BossDHD und ich begrüße euch zum zweiten Part von Daylight. So, natürlich lief meine letzte Aufnahme auch wieder nicht ohne Probleme. Und zwar, oh, schön. Und zwar habe ich hier diesen Part jetzt auch schon mal wieder gespielt. Klar, das ist jetzt wieder die zweite Aufnahme hierfür. Ich habe allerdings nur bis zum nächsten Checkpoint gespielt, bis ich gemerkt habe, dass es in die Hose ging. Und das ist nicht weit, das ist immer noch hier in demselben Gebiet, von daher, ich habe nicht viel mir selbst gespoilert. Okay, zu Händen alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Chiefs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Ja, und das ist ein Hinweis. Hier sehen wir es schon. Hier ist eine Verbindung. Und zwar dieser Schalter, der funktioniert im Moment noch nicht. So, gucken wir mal. Hier gab es doch, glaube ich... Ah ja, da gab es noch einen Zettel. Auch wieder mit Hinweisen. So, wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer mit dem vor dem Gebäude verbringen können. Ja, bla 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 bla. Da steht auf jeden Fall drin, wir können... oder die haben in den Pausen die ganzen Kisten und alles umgestellt und das muss ich auch machen, um weiterzukommen. So, allerdings, da fällt mir auf, da drüben war ich nicht. Da weiß ich nicht, ob da noch irgendwas ist. Hallo? Ne, gut. Okay, dann habe ich auch nichts verpasst. Ja, nochmal. Ne, das Inventar ist voll. Ich habe genug. Das hoffe ich auch. Oh, hi! Dich kenne ich. Dich habe ich auch schon gesehen beim letzten Mal. Okay. Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Oho. So, hier vorne ist auch noch ein versteckter Zettel, den habe ich zuerst nicht. Wieso? Oh mein Gott. Warum? Oh mein Gott. Hier ist nichts. Oder meintest du einen Zettel? Egal. Mid Island Hospital. Es war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlung in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wiederzueröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Ja, anscheinend war das Ganze hier mal eine Haftanstalt. So. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube, die kamen nochmal gleich, um mich zu erschrecken. Okay. Oder auch nicht. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen, 16-jähriges Mädchen. Urfte, Leben, gesteht, Schuld, irrt, gehängt, böse, enhaus, eröffnet, Omi, Ausbreitung der Krankheit. Ganz genau, jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Was war das? Ach nee, das ist nur ein komisches. Oh! Ach ja, ne. Stop! Stop! Hier habe ich teuerweise alle meine Flares gezündet. Ich kann mich nicht bewegen, ich komme hier nicht weg. Und oh mein Gott. Ich war so froh, dass du nicht weitergegangen bist. Patient 90D. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht der Patientin völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhiggestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien vorübergehend völlig unberührt. Empfehle Überstellung Dr. Mercers Obhut. Okay.
So, Moment. Okay. Dachte nur gerade. Hier hinten war, glaube ich, nix. Hier ist noch ein Zettel. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Petrus. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. So, hier ist auch schon ein ganz kleines Rätsel. Und zwar Kisten schieben. Yeah. Hier vorne hingeschoben. Hochgeklettert, wenn sie es denn endlich mal macht. Ah je. Yeah. Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Ja, wunderbar. Als ich davor saß, da habe ich die Kiste zuerst in die andere Richtung geschoben, habe versucht, sie irgendwie in die Richtung zu schieben. Aber das geht natürlich nicht. Man kann sie eigentlich nur nach vorne und nach hinten schieben. Von daher... Oh, dich habe ich vorher nicht gesehen. Does being out of the dark make you feel better? Well, it shouldn't. Danke. Hallo, Kletter. Also, diese... endlich. Das funktioniert nicht so toll, finde ich. Oder ich stelle mich blöd an. Ich weiß es nicht. Oh Gott, und auf einmal ist es so ruhig. Daran kann ich mich nicht erinnern. Okay. Und jetzt können wir hier diesen Schalter betätigen und kommen da durch diese Tür. So, und ab hier... Oh. Holen wir uns nochmal so ein Knicklicht mit. Schuckel, schuckel, schuckel. So. Und ab hier habe ich aufgehört zu spielen. Weiter kam ich noch nicht. Also ab hier ist alles wieder neu. Genau, hier. Spieldaten werden gespeichert. Okay. Übrigens, wegen diesem tollen Speichersystem hier durfte ich das Spiel, also diesen ersten Part, nochmal von vorne spielen. Hat zwar nicht lange gedauert, aber ich hoffe mal, dass in Zukunft nicht sowas nochmal passieren wird. Hallo? Okay. Hier ist ein Schrank. Ah, Patientin 6B. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet wurde, sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Ach, den hatten wir doch schon mal. Ja, den hatten wir im ersten Part. Wahrscheinlich, weil jetzt die ganzen Zettel wieder zufällig sind und ich jetzt hier im... Hat die Tür aufgehauen. Und im ersten Part... andere Zettel gefunden haben, könnte es sein, dass jetzt wahrscheinlich ein paar doppelt vorkommen. Was auch immer. Okay. Haben wir hier was Neues? Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knappe Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Aha, oh. Hört doch mal mit dieser komischen... ist hier was? Mein Handy... ist etwas... Okay. Oh, 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 oh. Lass das, bitte. Ich will nicht. Da war nichts. Ach, Leuchter. Super. Geschichte. Wieder mal. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zur Handelsroute hat frühe Siedler in das Dorf gelockt. Ja, das ist doch nett. Dann war das... Warum ist es hier im Moment so ruhig? Und warum hat eben mein Handy so verrückt gespielt? Oh, mach doch mal die Tür ein bisschen... Oh. Oh mein Gott. Oh. Sie bleibt... Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie folgt mir. Oder folgst du mir? Holy crap. Fuck. Excuse me. Oh, scheiße. Gut, ich sehe hier wieder, das ist auch wieder so ein Spiel wie beim ersten Mal mit...
Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Oh. Da ist ein Zettel. Oh, das ist wieder das Spiel mit den Relikten einsammeln. Und ich muss wieder 6 Relikte einsammeln, wahrscheinlich bevor ich das Siegel bekomme. Aber hier ist mein Zettel. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Aha. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Ey, den Zettel hatten wir doch, glaube ich, auch schon. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht in den Heizungsraum herumtreiben. Ja. Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Oh Gott, nein. Ach nee, das ist nur so ein einzelnes Zimmer. Wie überall. Nix drin. Natürlich, überall nur leere Räume. Oh Gott, mein Handy. Aber hier ist schon mal die Tür. Okay, gut, gut. Mal kurz auf die Karte gucken. Wenn ich das Handy jetzt runternehme, ist da doch niemand, oder? Gut. Ja, dann gehen wir hier runter. Denke ich. Okay. Okay. Unter der Treppe ist mal nix. Hey, nein, mach auf. Was ist denn hier? Wow. Oh. Das ist so schön. Aber benutzen wir erstmal ein Knicklicht. Jetzt haben wir auch ein paar Flares. Um uns hier ist nix. 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 Bin ich zufrieden mit. Ich mag's. Ich find's gut, wenn nichts ist. Dann gehen wir halt hoch. Wo hoffentlich auch nichts ist. Mach doch mal die Tür ein bisschen. Ja, das ist schon besser. Wobei es mir auch nicht gefällt. Am besten wäre es, wenn die Türen alle von Anfang an offen wären. Hallo? Oh Gott, liegt da etwas? Oh! Ich sagte, hört auf damit. Stopp. Please. No. Lass diesen Zauber. Wo sind die Möbel hin? Ein Telefon. Ganz alleine. Oh, einen Moment. Die Kamera ist irgendwie... Okay. So. Gucken wir mal weiter. Oh Mann. Hier haben wir das Siegel gefunden. Oh, aber ich habe noch nicht alle Relikte. Och nein. Nein. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Aber die Musik hat aufgehört. Das ist doch gut. Okay. Gehen wir mal hier in die andere Richtung. Hier war ja auch noch was. Komm schon. Natürlich, hier ist Sackgasse. Dann müssen wir hier weitersuchen. Hier geht's zurück. Da, ich kann nur zurückgehen. Okay, dann gehen wir eben zurück. Hier war ich doch schon, oder? Hallo? Oh, sag doch nicht einfach so mal was. Da geht's nicht weiter. Okay, gut. Da ist eine verschlossene Tür. Hier kann ich noch... Ja, hier kann ich weitergehen. Ja, hier ist wirklich noch eine verschlossene Tür. Okay. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Ich hoffe, Oh, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Einmal im Kreis gelaufen, oder wie? What was that sound? Was für ein Sound? Oh, hier geht's noch an. Aber hier ist... auch nichts. Doch, hier. Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Ach so, aha. Okay. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber... wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich war doch schon überall. Nee. Na gut. Hier kann ich auch noch durch. Was war was? Ah, hier ist noch eins. Ja, Dr. Mercer. Pflegerin Forster hat sich darüber beklagt, dass Krankenschwester William Farage... Ach, das hatten wir doch auch schon.
Okay. Es ist blöd, wenn man das Ganze... Oh, und hier ist doch... Ja. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Das hatte ich doch auch schon. Ist hier vielleicht noch was? Ey, hier ist doch noch was, sowas. Ein Leuchtstab gefunden. Ja, das ist doch nett. Okay. Dann kann ich jetzt wieder zurücklaufen. Und zu dem... gehen wir nochmal hier. Okay. Hallo? Oh, fuck. Zettel. Dr. Watkins empfahl alle Habseligkeiten. Das hatten wir doch gerade schon. Toll, dass ihr alle Zettel irgendwie immer wieder doppelt macht. Warum? Ich will gar nicht in diese... Okay. Never mind. Ich gehe dann mal. Wo war diese... Okay, es tut mir leid. Bitte, mach nix. Es ist leer. Was war was? Wo war diese blöde Treppe? Mein Inventar ist voll. Bewegt sich da hinten was? Okay, nicht hinter mir, oder? Okay, okay. Ich sag okay viel zu oft. Aber hier, ah, gut. Jetzt müssen wir hoch, dann schnell das Siegel holen. Und dann schnell verschwinden. Da hinten. Oh, lauf, lauf. Ich will nicht mehr. Komm schon. Komm schon. What the hell? Ja, ja, ja. Oh. Oh Gott, da war sie wieder. Sie ist immer noch da. Oh, nein. Fackel. Die Fackel. Ich habe keine. Nein. Tür zu. Sie bleibt. Moment, sie bleibt. Achso, scheiße, ich darf sie nicht angucken, oder wie? Okay. Holy crap. Ist sie noch da? Sie ist weg. Oh, Mann. Oh, jetzt aber schnell hier weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, runter. Okay. Und. Zum Siegel. Nein, wo war das Siegel? Da war das Siegel. Geh da hin, geh da hin, geh da hin, geh da hin. Ja! Danke. Yes! Okay, was ist jetzt? Ein Speicherpunkt, glaube ich mal. Gut, dann würde ich sagen, ich beende diesen Part mal an dieser Stelle. Das reicht für mich erstmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao!